Wir haben die Modefirmen aufgefordert, dem Bangladesch-Akkord beizutreten. Und ihr habt uns gefragt, naja, wieso sind die denn eigentlich nicht schon längst dabei? Nun, einige antworten gar nicht darauf, aber die, die antworten, deren Antworten haben wir uns mal genauer angeschaut und das sind die Ausreden der Unternehmen. Einige sagen, wir haben kaum Produkte aus Bangladesch. Nun, es ist doch total egal, ob 5 Millionen T-Shirts bestellt werden oder 10.000, die Arbeitssicherheit der Arbeiterin ist nicht verhandelbar. Dann sagen einige, wir haben gar nicht in Rana Plaza produziert. Aber beim Akkord geht es gar nicht um Rana Plaza. Es geht um alle Fabriken in Bangladesch. 2000 Fabriken sind bereits erfasst. Wir hoffen, dass alle Fabriken in Bangladesch erfasst werden. Unsere Fabriken sind eh schon am Akkord, sagen einige von euch. Ja, und warum ist das so? Weil andere Unternehmen Verantwortung übernommen haben und deswegen deren Zulieferer bereits dabei sind. Aber wollt ihr wirklich Trittbrettfahrer sein? Und vor allem, was passiert, wenn diese Unternehmen ihre Produktionsstandorte verändern? Springt ihr dann erst ein? Dann macht doch lieber bitte gleich beim Bangladesch-Akkord mit. Einige von euch sagen, unsere eigenen Standards sind höher. Nun, super, wenn ihr mehr macht für die Arbeitssicherheit, wenn ihr mehr macht für gute Löhne und euch freiwillig einsetzt. Aber freiwillige Selbstverpflichtungen, freiwillige Maßnahmen können kein Ersatz sein für ein rechtsverbindliches Abkommen wie der Akkord. Der Akkord ist wie ein Gesamtarbeitsvertrag. Er sichert die vertragliche Grundlage. Dann kann jeder Arbeitgeber auch noch mehr tun für bessere Arbeitsbedingungen. Aber wir wissen doch, nur ein Vertrag, der wirklich einklagbar ist, sichert die Rechte auch in diesem Maße. Und dann gibt es noch die Unternehmen, die sagen, ach, wir wollen uns sowieso aus Bangladesch zurückziehen. Und dieses Argument ist nun wirklich sehr problematisch. Schauen wir uns das mal an. Über viele Jahre haben sich Unternehmen in Bangladesch mit billig produzierter Kleidung eingedeckt und von niedrigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen produziert. Sich jetzt zurückziehen ist genau das falsche Signal an die Menschen, die in Bangladesch für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. In Bangladesch bleiben und mit den Zuliefererfabriken dafür kämpfen, dass die Bedingungen besser werden. Darum muss es gehen und das ist echte Verantwortung. Wer sich jetzt einfach zurückzieht, der lässt genau die Arbeiterinnen im Stich, auf deren Ausbeutung bisher Profite gemacht wurden. Also, liebe Firmen, die Argumente, die wir bisher gesehen haben, überzeugen uns nicht. Wir sagen, stellt euch nicht länger ins Abseits, macht mit beim Akkord.